Hallöchen, eine kurze Geschichte aus der Zeit, als ich noch in Bonn in der kleinen magischen Arbeitsgruppe gearbeitet habe. Da gab es eine Figur in dieser Arbeitsgruppe, nicht Loge, nicht Orden, nur Arbeitsgruppe. Nennen wir den Kerl mal Frater Shin, denn tatsächlich haben wir uns während der Rituale mit derartig lustigen Namen angesprochen. Frater Shin war, wie der Name nahelegt, ein Feueranbeter. Tatsächlich zu einem Grad, dass er irgendwann eine Art Kleptomanie, was Feuerzeuge angeht, entwickelt hat. Es ging natürlich einigen Leuten ziemlich auf die Nerven, vor allen Dingen mir, weil wenn er bei mir rumhing und dann irgendwann weg war, hatte ich keine Feuerzeuge mehr. Was für Raucher ziemlich schlimm ist. Frater Shin hat sein Studium nicht zu Ende gebracht, denn er hat vorher angefangen, in der Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Ich fürchte, auf die Geschichte werde ich in einer anderen Episode dieser kleinen Serie eingehen. Nun, nachdem er in der Geschäftswelt erfolgreich war, rief er mich ein paar Jahre später an. Ich lebte immer noch in Bonn und er rief aus London an. Per Handy. Er wollte wissen, ob er ein Bild, das ihm gerade angeboten wurde, kaufen sollte. Ein Original von Austin Osman Spare mit Echtheitszertifikat. Er stand da gerade in irgendeinem okkulten Buchladen, in dem ihm dieses Bild angeboten wurde. Lustigerweise kannte ich den Laden, weil ich ein paar Jahre vorher auch in London war und dann natürlich alle okkulten Buchläden abgeklappert habe. Die Rückfahrt aus London war höllisch, denn mein Koffer war voll mit Büchern und die Dinger sind schwer. Wiederum, andere Geschichte, die ich sehr wahrscheinlich nicht erzählen werde. Frater Shin rief mich also aus London an und wollte wissen, ob er dieses Bild kaufen sollte. Nun, ich wusste, dass er Austin Spare niemals gelesen hatte und sein Verständnis für Austin Spare, sagen wir mal, höflich unterentwickelt war. Das, was er unter Sigillian Magie verstand, war auf einem noch niedrigeren Niveau, als man das in Büchern von diversen Autoren findet. Wenn man Spare liest und sich anschaut, was im Buch der Freude und im Fokus des Lebens über Sigillian Magie zu finden ist, dann sieht man, dass Austin Spare eigentlich keine Lust hatte, sein System zu erklären und sich in dunklen Andeutungen verloren hat. Also ich wusste, erstens, der Kerl ruft mich gerade an, nur um anzugeben. Zweitens, er will eigentlich gar nicht von mir hören, kauf's nicht. Er will von mir hören, kauf's. Drittens, der Typ will mit dem Bild nichts anderes, als es sich in die Wohnung hängen und damit angeben. Nach dem Motto, guckt mal, ich habe hier ein Bild von einem berühmten Zauberer. Spare ist nicht berühmt. Außer in gewissen Kreisen. Und diese gewissen Kreise sind wohl nicht das, wo jemand, der vor Geschäftsfreunden angeben will oder so, irgendwie, naja, so jemand will nicht mit solchen Kreisen angeben. Also sagte ich zu ihm, tu, was du willst. Was natürlich dazu führte, dass er das Bild gekauft hat. Und ein paar Tage später rief er mich dann an und erzählte mir, dass er das Bild gekauft hat. Dass er danach mit einem Bekannten noch irgendwo einen Kaffee getrunken hat. Und als er dann in seinem Hotel angekommen ist, hat er festgestellt, dass er in dem Café das Bild liegen lassen hat. Inklusive dem Echtheitszertifikat.
Als sie mir das erzählte, konnte ich irgendwo in, naja, man könnte fast schon sagen, astralen Ebenen Austin Spare laut lachen hören. Nach dem Gespräch habe ich auf jeden Fall erstmal laut gelacht. Das war im Grunde die Geschichte. Der Kerl wollte ein Bild kaufen, er hat's gekauft. Ein Bild, mit dem er nichts hätte anfangen können, außer angeben. Und weg war's. Ah, herrlich.